Was knapp, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal, Freunde. Und zwar heute wieder zu einem etwas älteren Song, aber heute tatsächlich nicht ganz so alt. Also es geht noch. Und zwar haben wir heute einen Song von Kapi mit UFO am Start. Ihr habt eben Titel lesen können, um welchen es gehen soll, Freunde. Und zwar hören wir uns heute mal wieder Neymar an. Ich sehe gerade, produziert der Crates und Young Taylor war das. Okay, boah, fast 1 Million Likes. Heftig. Sehr krass. 106 Millionen Aufrufe, das ist auch ziemlich viel. Und 2018 kam der Song raus. Also, ja, ist jetzt noch nicht so lange her. Es geht aber trotzdem, ich habe ihn jetzt bestimmt auch schon, ich würde sagen, circa ein Jahr oder so nicht angehört. Ungefähr dürfte hinkommen. Und ja, wir hören ihn heute mal wieder zusammen an, Freunde. Bevor wir anfangen, supportet mich gerne. Lasst hier ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ich freue mich über jeden einzelnen neuen Abonnenten hier. Und dann würde ich sagen, beginnen wir hier. Let's go. Unter Richter, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbau-Bäder. Sie legt an meinem Jarak und nicht an mein Paper. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbau-Bäder, sie legt an meinem Jarak und nicht an mein Paper. Weit und breit keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 zur Räder. Okay, ganz kurz bis hierhin, ne? Die Hook dürfte jeder noch von dem Song kennen. Ich finde aber, war echt eine sehr geile Hook so. Ja, und ich kann mich sogar noch dran erinnern, damals, als der Song neu rauskam, das war so, da gab 2018 gab es noch nicht viele Leute, die diese Musikreaktion gemacht haben. Und ich wollte damals auch auf den Song, oder ich habe auch darauf reagiert. Irgendwas ist dann aber schiefgelaufen in dem Video. Und ich glaube, es hatte keinen Ton oder so. Deswegen kam das nie online. Ja, aber habe ich damals sogar auch ein Video dazu sogar aufgenommen gehabt. Und die sitzen aus Leder. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbau-Bäder, sie lenkt an meinem Jarak und ich an mein Paper. Weil zum Bleib keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 zur Räder und ich sitze aus Leder. Hier in meiner Welt geht zum Umsatz. Bau mir ein LA, ich roch ihn zur Hälfte, der Rest ist für dich. Boah, sehr nice Betonung. Ich finde auch generell Übergang hier bei dem Song in den Part sehr, sehr nice, Mann. Park. Ich hab Geld und Masari gebunkert, nenn mich nicht Bruder. Außer wenn du mich kennst, ich schwör, ne? Den Text, man vergisst ihn auch einfach nicht. Also, das spricht auch wirklich für Cap hier einfach und auch für UFO natürlich. Selbst ein Jahr, jetzt, Digga, wahrscheinlich ein Jahr, Mann, selbst 2 Jahre circa später, kann man sich immer noch an den Text erinnern, Mann, das ist krass. Außer wenn du mich kennst, bra, ich schraube Bowie, fahre vor einem Benz zu der Gucci Boutique. Sag mir, bra, wer will Beef? Ich mach Paradise-Keys, Cappy tief und ich schieß. Rollen Benz, ich mein Kids, locker easy, Kolleg. Ja, der bra von sich ein Respekt, auch wenn's keiner von. Also, UFO sieht auf jeden Fall auch so aus, als wäre da ein bisschen. Natürlich nur ein klein bisschen, aber ein bisschen Brokkoli hier beim Videodreh im Spiel gewesen. Ob der wohl weiß, was bei ihm im Hintergrund ist, wo er da sitzt, ich glaube nicht. Ja, der braucht uns süßen Respekt, auch wenn's keiner von euch versteht, dass der lila Batzen mir schmeckt. Komm und baller sie weg, nur noch Cash in meinem Head, jeder Song ist ein Brett. Aber ich muss wirklich sagen, ne, von Kapi unnormal stark. Zu UFO sage ich dann auch was dazu. Da hat sich meine Meinung eigentlich auch nie so wirklich über die Jahre geändert tatsächlich. Aber dazu kommen wir dann, wie gesagt, gleich. Ne? Aber Kapi auf dem Song wirklich unnormal stark. Also gut, es gibt eigentlich, würde ich sagen, fast keinen Song, wo ich ihn nicht feiere. So ein paar Joker-Sachen waren überhaupt nicht meins, ein paar. Aber ja, ansonsten so die Sachen eigentlich, egal ob Street-Kapi, ob Autotune, wie auch immer so. Eigentlich im Grunde genommen habe ich die Sachen immer gefeiert, so würde ich sagen. Rein, ich bin fett, roll noch ein für den Bra. Und ich zieh am Saru. Komm, wir vergessen, was war. Denn ab heute geht es uns gut. Bra, ich krieg nicht genug. Alle Scheine sind bunt. Du hältst besser den Mund. Wenn die Kripo mich sucht, versteck ich mich bei Freunden. Ich geh los, bedroh den Zeugen. Ja, ich sitz vor Gericht, die Beweise sind frisch, doch ich werde alles leugnen. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Aber die Location, ne, sieht auch krasser aus. Bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbau-Bäder.
Sie lenkt an meinem Jarakunde schon mein Paper. Und der Richter sagt, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube aber sogar am gleichen Tag kam auch Aloha raus. War dazu, ich hatte das, glaube ich, in einem Video aufgenommen, die Reaction, und wollte die dann aufteilen und deswegen kam keine von beiden online, weil das dann, wie gesagt, irgendwie keinen Ton hatte oder mein Mikro nicht, irgendwas war da auf jeden Fall. Ich glaube, es war kein Mikro tatsächlich. Das, glaube ich, war nicht drinnen, ja. Aber das war, glaube ich, am gleichen Tag released worden. Und dazu könnte man eigentlich auch noch eine Reaction machen zu Aloha von San Diego. Und die Kappa auf Vader, sie lenkt an meinem Jarak und ist schon mein Paper. Weil du bleibst keine Gegner. Übrigens hier natürlich, ne, die ganz neue Gucci Cap, die auch die Farben am Streifen wechseln kann. Ja, kennt man. Sie lenkt an meinem Jarak und ist schon mein Paper. Weil du bleibst keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 zur Räder und ich sitze aus Leder. Es war dunkel, doch ich sah das Licht, ey. Nicht, nein, ich warte nicht. Ja, ich muss schon sagen, eigentlich der Einstieg sogar hat schon was. Aber eigentlich muss ich wirklich ehrlich sagen, in dem Song feiere ich persönlich UFO irgendwie nicht so wirklich. Keine Ahnung, ich wirklich sonst die Songs damals auch um die Zeit und so, alle mega, habe ich alle mega gefeiert. Aber bei dem Song irgendwie, das fand ich, war nie so der, in meinen Augen nie so der stärkste oder, ja. Ich fand, UFO war da irgendwie nicht so stark drauf. Wobei jetzt so, wenn ich den Einstieg höre, finde ich, ist eigentlich trotzdem nice. Also ihr könnt gerne auch mal eure Meinung kommentieren, was ihr so zu dem Song sagt. Das würde mich auch interessieren. Ja, mein Album, alles wird's. Ja, bis Bescheid, gebe Gas. Ja, mein Laden wird's. Fahr durch die Straßen im Rari, ja. Mache jetzt Urlaub auf Bali, ja. Spiel mit der Bitch in der Barbie, ja. Bin ein Playboy, so wie Cardi, ja. Oh, no, 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 das sind so meine Flows. Traue nur meine Bros, traue nur meinem Bros. Aber er hatte damals schon Palm Angels getragen. Und ich glaube wirklich, die Marke war damals. Wo sieht man das jetzt wieder? Hier. Und ich. Ja, ich glaube, lassen es einfach an der Stelle. Aber ich glaube, damals zu der Zeit haben das. Also, ich kannte das da auf jeden Fall noch nicht, glaube ich. Und ich glaube, es haben auch. Ja, wirklich sehr wenig Leute getragen, wenn ich mich nicht täusche. Aber irgendwie so in der Zeit wäre mir das, glaube ich, noch nicht mal wirklich aufgefallen, weil die Marke da noch nicht so bekannt einfach war. Traue nur meinem Bros, fliegen rauf bis zum Mond, ey. Diamanten aus Antwerpen, ey. Ja, wir bleiben bis wir sterben, ja. Ja, Digga, glänzen so wie Sterne, ja. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachpa auf Bäder. Sie legt an meinem Jarak und ist schon mein Paper. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachpa auf Bäder. Sie legt an meinem Jarak und ist schon mein Paper. Weil du brauchst keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 zur Räder und ich sitze aus Leder. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kappa auf Vader, sie legt an meinem Jarak und ist schon mein Paper. Das ist ja eigentlich schon, ist ja so eine Autotune-Hook von ihm, wobei ich finde, dass man das Autotune, wenn man genau darauf achtet, auf die Stimme, jetzt gar nicht so ultra krass raushört. So, ne, es ist zwar irgendwie schon so ein, ja, was heißt typischer Kapi-Autotune-Song, irgendwie schon. Ich finde, man merkt das jetzt aber gar nicht so krass. Aber finde ich, ist, also ich würde sogar wirklich sagen, einer in meinen Augen der besten Lieder von ihm, obwohl ich, das habe ich eigentlich sonst auch immer gesagt, hauptsächlich bei ihm wirklich die, ja, ganz alten Sachen feiere, sogar die alten Rap am Mittwochrunden. Da kamen auch schon einige Videos zu online und werden auch noch welche kommen, deswegen könnt ihr auch mal abchecken, aber so diese Street-Sachen einfach so nach vorne, aggressiver Kapi, das ist halt immer so das gewesen, was mir besser gefallen hat, wobei ich aber finde, wie bei dem Song hier zum Beispiel und gut, die anderen 5 Songs in einer Nacht, One Night Stand zum Beispiel, die waren auch Autotune, die fand ich trotzdem übelst nice, ne, aber ja, so im Endeffekt war eigentlich immer mir dieses Straßending bei ihm lieber. Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22. Weiß irgendjemand, wo das gedreht wurde von euch? Könnt ihr gerne mal kommentieren. So Räder und ich sitze aus Leder. Gut, das scheint es gewesen zu sein, Freunde. Der Song ging, 4 Minuten 49. Hier kommt jetzt halt noch Werbung für die Box von Berlin lebt. Ja, 22.06.2018. Die Box habe ich natürlich, kam auch ein Unboxing dazu online.
Ja, mehr kann man eigentlich nicht mehr dazu sagen, Freunde. Das war's hier mit dem Video. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Gerne mal kommentieren zu dem Song, was ihr so aus heutiger Sicht vor allem dazu sagt. Ob ihr es feiert, ob ihr sagt, nee, damals schon nicht so cool gewesen, wie auch immer, keine Ahnung. Ja, kommentiert das gerne. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.